Salut miteinander. Wieder mal ein Video, ein paar neue Trades, die ich heute und einen, den ich auch gestern eingegangen bin. Wie nur noch mal zu sagen, auf Facebook habe ich die schon gepostet. Und gehe sie jetzt hier mal noch kurz durch und zeige euch dann auch noch, wie mein Konto aussieht, also vor allem das Portfolio. Ja, okay, dann los, glaube ich, den NBR, den habe ich ja noch schon durchgenommen. In letzter Zeit bin ich jetzt eher ein bisschen auf Short Put umgestiegen. Wieso? Ich war eher für Long Deltas ein bisschen noch zu haben. Hat sehr interessante Werte, die momentan auch eben vom Risk-Reward-Standard her für mich sehr gut sind. Eben dieser GGP Short Put. Sieht man, hatte eine IVR von 71,7. Contrarian zuletzt Range, jetzt untere Teil der Range. Schauen wir das mal an. Der GGP ist hier. Chart. Ich stelle das mal jetzt wieder um. So. Wie ihr seht, das ging runter. Ich glaube, dem bin ich. Hier gab es diese Kerze. Ich denke, da bin ich eingestiegen. Ist das? Geh weg. 30. 31. Wann war ich hier eingestiegen? Nein, am 1. Okay. Dann habe ich die Kerze noch abgewartet. Und dann gestern, als es anzog, bin ich dann da reingegangen. Eben, es scheint ein bisschen rangig zu sein, hat hier quasi eine Bodenbildung, ging dann hoch, kam dann schnell wieder runter und ja, schön im Contrarian Style, ist vom Preis her, kostet mich nicht so viel Margin, was ich eingehen bin bereit für meine Kontogröße. Ja, und wie man sieht, läuft es auch schon nicht ganz so übel hier. Ja, den bin ich eingegangen, gibt es auch gar nicht mehr groß was dazu zu sagen. Den nächsten, den bin ich jetzt heute, ziemlich am Anfang der Session. IVR 73,8, ein CBI Short Put. Können wir uns auch anschauen, CBI, also in Chicago Bridge and Iron Company. Ist auch schon schön im Plus, das ist ja egal. So läuft es heute. Der Chart sieht ähnlich aus, man kommt runter. Hier gab es eine schöne Umkehrkerze eigentlich. Plus dann, ja, man hätte vielleicht ein bisschen höher schließen sollen, da habe ich es noch nicht auf dem Radar gehabt. Und kommt jetzt nochmal runter, macht nochmal so ein, ja, Doji, Hammer, was auch immer, zog dann wieder an und kommt jetzt ein bisschen runter nochmal entgegen. Und ja, eben, Contrarian sieht, hier könnte man quasi einen Doppelboden sehen, wenn man da Charttechnik machen will. Aber ich sage einfach, ist runtergekommen, heute fällt es auch, deshalb da hinein machen wir doch einen Contrarian Play. Gibt's auch nicht sehr viel sonst zu sagen, eben hohe IVR, Contrarian, Augen zu und durch. Nein, nein, so schon nicht. Ja, was haben wir noch? Dann einen speziellen Trade, das ist ein SPY Diagonal Put, Long Put. Also Diagonal heißt, ihr seht, ich habe hier gekauft, also es ist auch ein 2016 Credit dürfte nicht stimmen. Das müsste ein Debit sein. Okay, das muss ich dann sonst nochmal verfolgen, aber das kann nicht sein. Das müsste ein Put, ja, ist ja alles richtig. Okay, scheint es hier falsch zu tracken. Das müsste Debit sein, 2016. Muss ich vielleicht auf Facebook dann noch ändern, dass man das auch wirklich sieht. Eben, ich kaufe einen 2,44er, einen In-the-Money-Put, ziemlich plus minus am Geld.
und verkaufe aber einen Juli, also einen Monat zuvor, 2,41er Put, also tiefer. Was ein Diagonal ist, ich habe einen vor morgen, ich hoffe, ich komme dazu, je nachdem, wie das Wetter auch ist. Habe heute noch ein Fußballspiel, wo ich dann, ja, wahrscheinlich könnten wir, also es ist zwar nur Altherren, aber wir können dann aufsteigen und dann gibt es noch eine kleine Party. Muss ich mal schauen, wie ich da morgen fit bin, um was zu machen überhaupt. Aber ich habe es eigentlich vor, euch morgen machen, Diagonal und im selben auch noch Kalenderspreads zu erklären. Die, ja, also Vertical, Diagonal und Kalender sind eigentlich so, die gehören ein bisschen zusammen. Das sind alles eigentlich Low-IVR Trades und die geht man long ein. Und da kommt immer ein bisschen drauf ab, wie ist die Meinung zum Underlying. Wohl, mittlerweile, das ist mir aber das vielleicht noch ein bisschen die Erfahrung, die mir fehlt jetzt. Ich hätte jetzt im Nachhinein eigentlich lieber einen Kalender gemacht, muss ich jetzt sagen. Der hier gibt mir, ist ein bisschen, also teuer ist es zwar nicht, aber gibt mir ein bisschen sehr viel Negativdelta. Ist jetzt mal schauen und ich bin jetzt nicht davon überzeugt, dass die Märkte, weiß ich wie, einbrechen und deshalb im Kalender wäre besser gewesen. Wie, wo, weshalb, warum, werde ich euch morgen noch zeigen. Wichtig auch beim Kalender eben meistens oder eigentlich, es ist in the money, the put. Den verkauft ihr natürlich out of the money. Und laut Tastytrade sollte man nicht mehr als 75% dieses von dieser, ja, ich habe ja quasi $300 Gewinnmöglichkeit. Klar, hier ist es ein bisschen weniger, aber also das wird noch reduziert, aber die Gewinnmöglichkeit eben zwischen diesen zwei Spreads, also die Differenz ist ja $3, nehme ich mal 0,75, also 50%, also im Maximum 2,25 bin ich bereit dafür zu bezahlen. Da war es ein bisschen billiger, also eigentlich nicht schlecht von dem Standpunkt her. Und kann man sagen, ja, aber du hast doch gesagt, maximal 3% für deine direktionalen Trades, eigentlich eher sogar ein bisschen weniger. Das hier ist nicht schlussendlich mein Debit, den ich bereit bin zu verlieren, wenn es nicht läuft. Auch, oder auch wenn es läuft, den kann ich sicher, also ziemlich sicher nochmal reduzieren, da ich diesen Put dann rauf oder auch raus noch in den gleichen Monat August rollen kann. Also da kann ich ziemlich sicher nochmal extra Kredit einnehmen. Ist ein schöner Trade eben, man kann, ist über längere Zeit drin. Ich habe jetzt ein paar Tage wirklich Zeit, dass ich denke jetzt über die Sommermonate. Wie gesagt, es ist einerseits ein Hedging für mein Portfolio. Kann ich da gleich schnell zeigen. Das sieht jetzt so aus. Das ist jetzt eher negativ ausgerichtet. Habe jetzt auch negativ 10 Deltas. Bin aber immer noch, muss immer noch schauen, ich profitiere, ich kann immer noch profitieren, bis fast eine Standardabweichung im Plus. Und letztes Mal, als ich analysiert habe, war ich ja glaube bei 2,52 oder so. Jetzt bin ich quasi break-even, immer noch bei 2,54 fast. Ich habe den auch noch ausgebaut. Der mögliche Gesamtgewinn ist fast bei über 500, wenn es hier setteln sollte in ein paar Wochen. Ist alles nur hypothetisch. Also ich denke nicht, dass es so extrem sein wird. Ist jetzt auch 77 Tage schon forwarded. Also das nimmt anscheinend demnach immer meinen letzten Kontrakt, weil ich jetzt den neuen August aufgetan hat das wahrscheinlich den reingenommen. Okay, auch wieder was gelernt. Bei vorher war es ja der Juli-Verfall, der späteste. Ja, eben, ich habe jetzt hier Negativ-Deltas, bin aber immer noch positiv und ich denke eben, es ist ein Hedge, es ist ein Contrarian-Play, wenn man sieht, SPI hat neue Allzeithochs gemacht. Ist da ausgebrochen. Optionsbedingt ist eigentlich auch eher, also das Max Payne wäre hier unten bei 2,35. Ob er wirklich so weit zurückkommt, man weiß es nicht, aber eben, er kann alles machen. Ich sage nur, die Wahrscheinlichkeiten, dass er jetzt wieder mal retraced, finde ich relativ gut. Deshalb mache ich den Trade. Schlussendlich ist alles Wahrscheinlichkeiten. Ich weiß es nicht, ich habe keine Glaskugel. Aber eben, wir müssen Wahrscheinlichkeiten traden und ich finde, jetzt ist die Möglichkeit da und ich denke, über den Sommer könnte es auch mal passieren. Ja, eben das ist, so ist Trading, ich probiere es. Ich möchte nicht nur long only sein, sondern auch mal defensive Trades. Was jetzt auch sehr schön ist an diesem Trade, ich habe das auch nicht beabsichtigt, aber ihr seht, mein Vega ist jetzt auf minus 9,17 zurück. Dieser Trade, das ist der hier, gibt mir
11,27 Long Vega. Also wenn die Volatilität ansteigt, bin ich hier auch Volatilität gehedged. Im Gegensatz zum Beispiel beim Qs Trade, der ja eigentlich ein Short ist, ist jetzt ins Geld gelaufen. Ist auch, hat auch mein Break-Even gecrushed. Da könnte heute nur einen Weg aufwärts, die Qs, also der Nasdaq. Werde heute nichts mehr dagegen schreiben. Montag wird dann wahrscheinlich hier was dagegen schreiben. Aber was ich drauf sehe, also momentan jetzt hat er auch positives Vega, aber sonst eigentlich war der auch ein negativ Vega-Trade, obwohl er auch bearish war. Und der hier ist jetzt sehr viel Long Vega eigentlich. Und wenn die Volatilität ansteigt, profitiere ich auch sehr schön davon. Was nicht sehr optimal wäre jetzt bei einem Diagonal, wäre, wenn es jetzt eine Backwardation gäbe, weil dann würde ja mein kurzlaufender, den ich short bin, viel mehr, wie sagt man, durch den IV-Anstieg verlieren und der hier natürlich nicht so viel gewinnen. Obwohl, ich weiß, der hat natürlich mehr Vega-Exposure. Allerdings eben, wenn es Backwardation gibt, steigen die hier schneller an. Die überholen ja, eigentlich ist ja Backwardation, Contango ist die Kurve so, wenn es Backwardation geht, ist es so, also der überholt die um Längen. Deshalb, ja, das sollte nicht passieren, aber wenn die Vola auch generell ein bisschen ansteigt, generell ein bisschen könnte mal ansteigen, dann werde ich schön profitieren. Wie ihr seht, der Netlick, habe ja noch eine Einzahlung gemacht, also bin ich genau Break-Even jetzt, plus minus mit meinem Konto, habe etwa die Hälfte, noch nicht ganz 50% ausgeschöpft, bin jetzt ein bisschen höher gegangen. Vor allem mit dem Trade natürlich heute. Ja, wieso 50% normal in so einer tiefen IVR finde ich es nicht so optimal, aber eben vor allem dieser Trade hier, das war ein Hedge-Trade. Also wenn es runtergeht, profitiere ich eigentlich noch. Also der wird mir da schön Gewinn einschöpfen, was die anderen verlieren könnte. Und deshalb denke ich, kann ich da auch auf die 50% draufgehen. Jo, ja, das war's soweit. Sonst läuft eigentlich alles gut. Ich finde die Plattform sehr gut. Bin immer mehr hier voran, was es hier gibt. Hier auch noch mein Konto über alles hat jetzt einen Pop von 78%. Finde ich ein sehr schön. Ich liebe hohe Probability of Profits. Eben, das sind diese Short Puts. Die haben einen sehr, sehr hohen Probability of Profit. Würde ich gerne noch ein, zwei vielleicht dazufügen, dass es hier diese Delle möchte ich eigentlich ausmerzen, dass es dann so vielleicht der kann von mir das ein bisschen runterkommen. Dass es dann schön so hier rüber geht und hier so runter. Das möchte ich, wäre, mein Traum ist übertrieben, das wäre mein Ziel. Und ich denke, damit ein paar Short, zwei Short Puts sollte ich das hinbringen. Jo, eben, nochmal. Soweit so gut. Wenn Fragen zu wieso, weshalb, warum, eben Diagonals und so, das werde ich demnächst Video machen, wo ich diese Strategien erkläre. Alles andere, Fragen, Fragen, Fragen. Ich werde es möglichst an diesem Wochenende noch beantworten möglichst schnell. Ja, okay. Dann wünsche ich allen guten Ausklang noch von dieser Arbeitswoche. Guten Start ins Wochenende. Genießt es, je nachdem, wie das Wetter ist. Okay, mach's gut. Tschüss.